Nein. Für den Fett. No. Ja. I should just explain. Quite an active, quite a sprightly looking old man has come to the door to greet us and schreibt ein paar Papier wegen das Geschichte von Begelach. Begelach? Hey, was doch, wie denkst du, Begelach in Ignalíne? Sie hat gewollt, Wer hat gemacht Begelach in Ignalina, Molekio? Ja, sie kennt, die hat gemacht. Aber sie nicht gewinnt kein Bäcker, ein Spezieller? Sie gewinnt. Wie bin dem Geruch? Ja? Der Begelnik. Der Begelnik? Der Begelnik. Und wie bin er hat er noch nicht mit dem Geruch? Salmen der Begelnik. Hat verschiedene Namen. Gewinnt Salmen der Begelnik? Ja. Der Begelnik hat gebacken den Begel oder verkauft den Begel? Oder beide? Er hat gebackt und verkauft ihn auch, wo sie gegangen ist. Wurde er gebackt? In Stuben, in einem Geschäft, er hat da gelegt, wie das gewinnt? Das ist gewinnt. Er hat gebackt in Stuben, sich? Sie gewinnt in Stub. Aber Salmen der Begelung. Salmen. Als ich dem Jürgen gerufen habe, ich kenne das Gedenk, was ging ich mit 80 Jahren zurück. We must turn the TV off. That's a cafe. Okay, I'll just sit there. Yeah. Ziske, what's the name? It lebt sich mir nicht. Als David mit noch zwei Gästen, so sei bei mir, was David ging gewinnen, mit 10 Jahren zurück. 10 Jahre war es. 10 Jahre. Geworden 10 Jahre in Dezember. This disc was just saying that it's nearly 10 years now already. It's gone 10 years since David and he first met. Could he maybe tell us how did you tell us? Have you denkst du Ziske dem semmer erste begegnet unsere? Ah, der erste begegnet. Der erste begegnet sie gewesen mit. Nun, wie ist das gegangen? Was hat passiert? Ja. Ha? Was ist gewesen? Wo, wen, wer sei? Mit dem einen. Grajul. Grajul? Aber nicht wir, wo ist das gewesen? Wo bin ich herein zu dir? Wo haben wir sich getroffen? Mit mir? Da haben sie den Monus. In Parikmacherske! Der Monus. Er hat mich herein. Ja. Er hat noch eingeführt in Parikmacherske, auch die Treppler. In Schwinzian. Und dann noch in aber das erste Mal gewinnen in Podbrodz. Mit da reingeführt und du's gehalten in Obscheren. Ja. Ein paar Jahre on Hent und on Fisch. Und ja. Ich habe dich gefragt, ob etwas von dem gekommen ist. Sagst du, nein! Sie haben geschickt und noch gefroren der Hent mit dem Fisch. Ja. Und dann noch erzählt, dass wir suchen Michalischik. Und er ist mitfahren mit uns. Hast du gesagt,
mit Form und das vermachte Parkmacherske und mit seinen Geformen von Podbrodz auf Michalische mit Menschke Rajon. Als ich gering war und so noch sein, die Iden von Form, die Iden zu Form, wie sagt es, die Damsel bin, gering zu Form. Von Litin, Michalische, das ist die Chazamen Sache, was ich sagt, das ist die Grenze, das ist die Ausland. Ausland ist die Grenze. Ein Stück fort nach oben, wo man will. Ich habe es mir gesagt, ich habe es mit der Gode. Oi, oi, ich habe gesagt, das ist schwer schwach. Der Mann ist das halt auch Ding, wie mich so gesehen hat. Bei mir gewesen, Karte ist da gewesen bei mir noch. Wir haben den Fotograf damals gedenkt. Wen? Der Fotograf ist in Kmelischik, in Michalischik. Der Fotograf. Die Chavetschus. Von Wilne. Von Wilne. Und mit Jahren später gekommen von England, Frank Schwarz, der Zweite. Aber der Chavetschus ist mit uns gefahren im 92. Jahr. David, just explain. He was talking about when there were no borders. What did he just say? He was saying in his ironic way, he was saying the opposite with classic Yiddish humor of what he's trying to say. So what the real message is that 10 years ago when there were no borders, it was all one country, it was easy to go anywhere, and now it's all a huge pain to go from Podbrodz to Michalischik, which in his lifetime were always part of one country, in his youth part of Poland, and later part of the Soviet Union, and now visas and borders. Du stand geklungen zu mir da. Nein. Licht nicht geklungen. Ja? Wen? Ich hab dir gesagt, Freitag, als ich komme wieder Dienst. Aha. So you tell us how did you meet? Right. I didn't know anybody in Vilna. I was staying with a Lithuanian family. I went to the synagogue, met a few old Jews, started poking around, and one of them, who was then the beadle, or the gabi, I guess you could say, the secretary, I guess is a better word, of the synagogue, his name was Leiber Berzak, told me that he had a relative who's a Jew from Svinciani in his 30s or 40s, and that he's a taxi driver, and that he will take me, it will cost me green ones, green there, which meant dollars. So this Meshke Grajul, I was of course happily surprised to meet a young man in his whatever, late 30s, early 40s, who spoke pretty decent Yiddish. He told me that there's supposed to be a Jewish barber in Pabradė, who could be a big help to us going to Michalischik and Svinciani. And it was this taxi driver whom I met through the synagogue secretary Berzak, this Meshke Grajul, who took me to this barber shop here in Podbrodz. It's way a little bit down the road. We'll look at it soon. And we walked in, and we saw what was for me an unforgettable scene. Ziske was cutting the hair of a man with no hands and no feet, and I got very scared immediately. I thought this was some terrible war injury or some terrible disease. And Ziske and I started talking in Yiddish, as he was still cutting the guy's hair. And Ziske said, no, he just got drunk one night, fell asleep in the ice, and froze off his hands and his feet. And there are many like that here, he said. For me, it was like, oh, culture shock. Anyway, the guy wanted to pay him, and Ziske said, no, go away, I don't take money from him. People. And then I said to Ziske, you know, my father comes from Svinciani, the family from Michalischik, maybe you'll go with us. And Ziske said, how can I go? I have my business, my shop. And a second later, without me saying a word, he said in Yiddish, Mitvom, we'll go. He closed up the shop, put a huge lock on the door, got into the car, and we went to Michalischik and then to Svinciani that night. Wow. December 12th, 1990. And then he came on all your later expeditions as well? Absolutely. We became partners. Mm-hmm. Yeah, we became partners for 10 years. And the second expedition was a week later when I met Piotr when we needed the guy, a driver who would travel Christmas Day to Minsk and back to bring the last Jew. From Michalischik, Ziske was with us the whole time. And our threesome started. And then I came back in October 91, in May 92, in September 93. Whenever I could, I came for a month. And the three of us hit the road
looking for old Jewish cemeteries, transcribing them, actually until May 92 when we discovered the first old woman in a chata, a wooden house, in Smargon, when the current project in effect started. And the three of us started looking for old Jews in little villages in Belarus. Wow. In Zavod, she's working in the factory. Peter, a Peterusha? Ты не знаешь? Кого? Зога Фидиш. Ты видишь Петрушин? Кенш там нет? Вер. Вот и Петр. А, йо-йо, унзер, 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 унзер. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Вада, вада, хвай, сил. Унзер Петр. Нынче, мой Петр. Ты хом им гебрахт. Михальщик. Мы за ним гефорен. И швир. И швир. И швир гевена за фрой Лодья. Was hat sie gesungen, Lodja? Gedenkst? Ein Restaurant, ein Stalova, ein Sphir. Lodja. Wie hat sie gesungen? Die Reingang. Ich sitze und der Fotograf von Wille. Und er fährt dann mit dem Gebende von Kirch, Gebende Essen gewagt. Und ich sitze links von ihm. Und dann noch der junge Bocher von Wilne. Ja, sehr gewinnt, damals drei, sechs Mann. Stammen, ja. Nur wir sechs Mann, darf nachher die Lesen. Geht da rein, Lodze, an Arbeiterke, an Pianze, an Fehl. Ja, zwei Mal, ja, Lodja. Скажи, дай мне пиво, это 10 рублей на пиво. Либо 10 рублей на бир. Ты gesungen etwas, sag ich. Die gesungen... Auf Russisch. Ha? Was sie gesungen? Die gesungen auf Russisch. Auf Russisch. Ja, Lodja. Ja, Lodja, junger Frusches. Ich bin 10 Jahre, ich werde 10 Jahre. What ask, can Ziske tell us what he remembers of when he first met you? And what he remembers of the expeditions? Ja. Was deine Sicherheit? Was gedenkst du von unserer ersten Begegnung, wenn wir uns getroffen, unsere erste Expedition ist ja? Von Amol, das Samerste. Erzähl, was du gedenkst, was legt sich auf uns zu kommen? David, ich will machen, wie ich so gesagt habe. Was du gedenkst, nicht wichtig was. Ist wichtig was. Wie ist, was hat sich gelegt auf uns zu kommen? Ja, Lodje, ich hab zwei Mal, ja, Lodje. Dein mir 10 Rubli na Pivo. When is this memory from about you? I know exactly. It's from May 92 when the great Lithuanian photographer Rimantas Dichavičius accompanied us to take pictures of the cemeteries and the towns. And we were in Svir, my father's town. And we were eating in the restaurant and the very drunk woman who was cursing with the worst words the Russian language has, but uttered in humor and in good acquaintanceship. Und wie sagt denn das? Wer die sagt, dein Dessis, fragt er gleich, was will sie, was für ein Perewotschik soll sie? Ja, Ziske was my Perewotschik, my translator, and I asked him immediately, what does she want? Because I didn't understand anything. Auf morgen, kommen sie gehen essen. Geht er rein, David. Geht vor euch und ihr geht gleich nach ihm. Die Lodja, sie geworden, wir sagten, dass sie kalt ist sie geworden, die Buffetische, vom Buffet. Nein, u nas nie arbeitet, die arbeiten nicht bei uns, sie arbeiten nicht bei uns. Die Lodja, вот. Weil da die Sache gewesen, das, was sie, wir sind
aus, wie sagt man, von Buffet. Und wir gingen zur Maschine und dort in die Krom. Und wir gekauft, wie sagt man, Bier mit meinem Sorsei, wie sagt man. Ziske, ihr denkt etwas von den Jiden, was wir haben gefunden durch die alle Jahre. Die Jiden, wenn man haben wir gefunden in Grodne, in Oschmene, in Smargon, in Mjol, in Breslau, in Polotsk, in Kabik. Was gedenkst du etwas von den alle Jiden, wenn wir haben gefunden in unserer Expedition? Die Jiden sind wir sein Gewehr, was wir gefunden. Das ist eine griechische Sache. Eine griechische Sache. Was wir haben sie gefunden. Die Jiden, wie sagt man das, Heinz-Tog ist schwerer zu kriegen, wie viele Jiden, auch viele unterdrehendesten Jiden, auch unterdrehendesten Jiden, was liegt. Diese Märzwert zu gefühlen ist da. Oh. Very powerful statement Ziske just made, that it's getting very hard to find even a Jew in the ground. He's referring, of course, to the demolition of cemeteries that Ziske and I have witnessed progressively over the decade. Ziske would often say they don't even let the Jew lie in peace here in death, you know, when he saw these cemeteries being destroyed. And so he's using the old Talmudic concept of kal v'chomer, an a fortiori argument. All the more difficult is it getting to find a living Jew in these places. If you can't even find them under the earth, what chance have you got of finding them on top of the earth, yes, on the earth? Well said, Tim, thanks. Yeah. That's less. But you did find some. Yeah. Aber wir haben von deswegen gefunden, das sag. Von deswegen. Wenn man gedenkt, wir gefunden alle Jiden in Oschmene, in Smargon, in Valojen, in Malodetschne. Das schwinden die, was ein Gewinn in Partisaner. Um sich rausgehalten von den Partisaner, bei den Partisaner, und dann noch kommen sie gegen die Rote Armee. Und wie sagten das? Befreit. What's that? Many of them, he says, were partisans who had fought in the forest and were then liberated by the Red Army of those whom we found. A few of them, in my memory, were. More were people like Ziske, in my memory, who had actually fled. And who fled and fought with the Red Army. And eventually fought with the Red Army, but fled. Initially just fled eastward in the last days of June. That description accounts for the majority of survivors today who are here. But I think he's remembering a few very powerful former partisan types we met. One in Oshmina, who I hope we'll visit later in our trip. One in Mia, who was tragically found hanged last November. And several others who were powerful in their partisan and spent the war years in the forests. They are an important part of the Serbian population, even if a minority. Einzig, was beim getroffen seinen entlaufen, Poshit, die erste Tag von dem Mechome. Asachin, wenn man entlaufen auf Russland. Ja. Da bin ich reingefallen. In die litische Division. Excuse me, Ziske is here referring to his having fought with the so-called Lithuanian Division, the 16th Division of the Soviet Army, which was composed mostly of Jews, of course, the 16th Division, where Ziske fought, and he says, how did I come to be part of the 16th Division? How did I enter the Red Army? Yeah. Via Zebestra and you found in the Litvische Division. The Litvische Division? Yeah, the 16th Division. We zijn er vandaan gelopen, all in Rusland. Af Robert. Wie bist du gelopen? Was? Wenn und von wann und erzähl, wie Ziske is entlopen. Wenn und wo, von wann und mit was? Jemand lopen vandaan, wie sagt das, in Rusland, haben sie getroffen, sag. In Gorki. Dort haben sie getroffen, sie haben mit allen übrigen Jiden. Nur so wie die Litvische Division hat geformiert. Wer ist sie? Wer ist
Sorry, I interrupted. It's okay. Should I start again or continue? No, continue. That's fine. Uh-huh. Geformiert. Und wer sich kennt, wer sich gewählt, geblieben ist die Division. Wer sich gesagt hat, wer sich nicht gewählt, ist ja weg von der Division. Ja, wann bist du entlaufen? Genau, von Ignalina. Ja, ja. Jemand entlaufen geworden? Welchen Tag? Der erste Tag. Le Moschel. Der 25. Juni, der 24. Nee, ich bin entlaufen geworden, am 21. Juni. Mit dem Bruder, der Bruder gelaufen auf Ziske Shapiro, gelaufen auf Wiedz, auf Wiedz, auf Breslau. Und du? Und ihm gelaufen da mit die Brücke. Mit der Sowjeten? Mit der Sowjetische. Mit der Armee? Ha? Bist du entlaufen mit der Ritterarmee zusammen? Ja. Yeah. Mhm. Weil mit der Ritterarmee bin ich gelaufen, weil ich gesagt habe, Vaterarmee, ich habe gekommen, die russische Armee gekommen, hat nun gegeben, allem Ausfrieden, und nun gegeben, vielen, wie gesagt, das Schleskisch, Forderungen. Nun, und ich gesagt habe, wie man Aid gesagt hat, von ewig rum gewesen, der Tate war ein Schuster und die Mama hat verkauft Schrie, hat sie verkauft und was haben wir gehabt? Keine Sachen. Der ältere Bruder, Hase? Ja, Hase. Ziske, also meine Frage. Sehr Sachiden da haben beschlossen bleiben. Sie haben gesagt, ihr gedenkt jenem Deutsch von ersten Krieg mit keinem mit Schäppenin. Vor was ist Ziske entlaufen? Und das ist doch meine Mama. Sie gewinnt vom 40. Jahr, sie gewinnt in Armee. Ich gesagt, das. Sie gewaschen, sie, von den Deutschen hat sie gewaschen und gegeben Essen, gekocht und gemilkt die Kuh. Die Milde Kuh gegeben die Milch. Von den Deutschen 40. Jahr. Sagt sie, ich will nirgends entleben. Ihr bleibt da. Ziske just explained that his mother remembered very well the Germans from World War I. She provided them with milk from her cow and with food. Certainly no slaughterers, no nothing brutal, nothing to be afraid of. And so his mother didn't even consider running away. So that's what many, many Jews thought. They thought absolutely the Germans will be completely decent. There's no need to leave. Absolutely. The older and wiser people, community leaders, parents, grandparents, all remembered what's known in Yiddish as, they remembered Jener Deutsch, the other German, the first German, in other words, the Germans of World War I, and therefore thought it lunacy to flee from such a civilized country and such a civilized army about to take over. Instead of running to the communists. And Ziske was of the small minority that much preferred to run with the Red Army. And of course was proven right completely by history, in the most tragic sort of way. How right he was and how sad it is that so few ran. So why didn't you believe that? For was hat die Eis nicht geglaubt? For was hat Ziske nicht geglaubt, was die Mama hat geglaubt? Ich bin ein Kind! Aber for was bist du entlaufen? Was? Das heißt, für was hast du beschlossen entlaufen? Weil die Deutschen haben schon gehagelt genug jeden Empfehlen. Von wann hast du gewusst? Ha? Von wann hast du das gewusst? Der Zung hat Ewer. Der Zung hat Ewer. Der Zung rett und Ewer her. Ich habe gehört ein Radio. Habe gehört. Und ich habe gehört, was tut sich in Umitum. Ziske says, the tongue has ears, an old Yiddish expression meaning word gets around. He had a radio and he even once had one of his many youthful jobs was to sell newspapers. And Ziske knew from the radio what had been going on in Poland since the Germans had occupied it in 1939. He knew what Hitler's policy was toward the Jews and he knew better and he decided to flee.
Because he knew that the Germans had already killed many Jews in Poland. Well, he knew that there was violence against Jewish civilians. Yeah. Mit gewusst, dass du hast geglaubt, dass mit allem in euch schießen. Bei mir? Du hast geglaubt, dass er sagt, dass sie von allem in euch schießen. Wir haben geglaubt, dass sie uns schießen, als Sachmenschen. Mm-hmm. He says, we believe they'll shoot many people. Nobody, even Ziske, didn't believe they would shoot everybody. In other words, they believed there would be a pogrom, atrocities, yeah. But even those who fled didn't believe, and it never occurred to them that an entire population would be murdered. Even those who fled, it didn't occur. It doesn't occur to a normal person that an army will murder an entire race of civilians. It just doesn't occur to a normal person. And when you came back? Huh? Und wenn du hast dich umgekehrt in Litvakta, was hast du gefunden? Was haben wir gefunden? Ja. Ich habe an jedem gedacht. Ein leeres Städtel. May it happen to nobody. I found an empty town. Ein leeres Städtel. Und wer gewinnt da? Du, nicht und nicht und du. Who was there? Me and you and you and me. Und das ist Yiddish. Das ist doch Yiddish. Unsere Geschäfte und unsere, wie sagt man, das ist unser Leben. Wer ist umgekommen? Ha? Wer ist umgekommen von deinem Gespräch? Alle. Wer? Nun, rechne euch ein paar von den Nonste. Von den Nonste? Ja. Die Mama, der Tate gestorben. Mhm. Gestorben von ja. Von, umgekommen, wer ist umgekommen? Die Mama? He's just asking who was killed of Ziske's family. Der Bruder meiner. Ist umgekommen, der älteste Bruder umgekommen in Israel. Der zweite Bruder lebt in Israel. Aber bei den Deutschen, wer ist umgekommen da? Die Mama. Die Mama. Die Mama ist da. He lost his mother. His mother was shot in Polygon, the mass grave where 8,000 Jews were murdered in October 1941, including the Jews of all the towns of this region, the Utyán region. Including Podbrodz here to the south and ranging to Ignalina where he was born and where his mother lived to the north. No, was noch? What else would you like? So his mother was killed and his brother went to Israel. Yeah, and he has a brother who's alive in Israel now, an older brother, and he has one brother who died in Israel. And the rest of the family? Und andere Gräben? Huh? Du hast gehabt andere Gräben, was sind umgekommen bei den Deutschen, das heißt bei den Litwinern. Gewesen, Vetter, Mumme, Seide, Boben. Wer noch ist umgekommen? Ich weiß doch und tausch die. Nein, und wen hast du nicht gefunden? Ja? Das heißt, die Mama hat man erschossen. Yeah. Noch jemanden von deinem Sprache hat man im 41. Jahr erschossen? Noch. Noch. Noch einer. Sechster Kinder. Das Cousins, all my cousins, ich sag. Cousins. Von wann bist du in Lina geboren? Ja, ich. Where do you come from? From Manchester. Manchester? Ja. England. Ah, England, Manchester. Mm. Meine Väter, meine Mumis, meine Cousins sind nicht in England. In England, in Amerika. Mm-hmm. Das gehört zu Cousins. Cousins in England. He does have cousins now in England. Mm. Und jetzt? Wohnen Sie noch in England? Stanley Galinsky had read my article about Ziske in the forward right. in 98 and now sends me medicine. Right. So the Galinskys are all from here. His mother was a Galinsky. Right. And they're all from this area. It's from San Pabradė and Ignalina. So those are his relatives? They are, yes. Right. They live in either Brighton or Hove, but in that area. Oh, really? Well, that's amazing. That's such a dot, much. Bei wer ist umgekommen? Sorry, go on, yeah. No, just to ask him a bit about what was life like before the war? Kennst du bis der Zellensiske, ich weiß, es ist schwer, aber vor dem Kommen von jüdischen Leben in Ignalina, wenn du bist gewesen, ein kleiner Jüngel, etwas von den interessanten Episoden, wie er sehr hat uns gesehen, die Städtel, wie er sehr hat uns gesehen, die Jiden, die Typen. Amolike jüdische Leben, wenn ich dann bin.
eine kleine Stiebele bei einem langen Tisch. Sitzen dort mit der Lach, drehen mit die Fisch. Drehen die Maschine der Lach von Beitag bis Nacht. Und als sie wir tutschen weiß, haben der Lach gemacht. Haben der Lach hier weißen Kek, loren Kek wie Schnee. Sitzen dort mit der Lach, sitzen dort mit zwei. Und Sorbadane? Ah, Sorbadane steht im Spiegel, verkämmt sich ihre Haar. Vor allem ist sie mich schuge, versiehe ich sie klo. Und etwas a Schnaps will mir machen? A Schnaps will mir machen, bei der Alter Matzewe. Und Kadisch will sagen, a Junge ne Kewe. A Schnaps will mir machen, bei der Alter Matzewe. Und Kadisch will sagen, a Junge ne Kewe. Bravo! Bravo. Bravo. So those are all songs from this village. Well, not from this village. But these are all songs from before the war. The first one's all about young girls sewing snow white that shirts. That went beyond Ignalina. That was one of the workers' right. songs, very popular among Bundes, for example. The second ditty about Sorbadane is strictly Ignalina, and we've recorded other versions from various people from Ignalina who remember this woman, Sorbadane, who for some reason had songs written and sung about her. And the third song's all about the uses of drink. The third song is a bit of a parody on cemeteries, that we will make a drink with a girl, and we will make a drink at the old gravestone with a beautiful girl. Sorbadane stammt von Gavikin. And he's telling now the biography of this woman, Sorbadane. Und stammt, David, stammt von Gavikin. Sein Tate. Ne, Blumkis Tate. Blumkis Mame. Blumkis Mame. Ja. Yeah. Ist von Gavikin. Ha? Blumkis Mame ist von Gavikin. Gavikin, ja. Ja, wir stammen von Michalischik. Michalischik. Er ist ein Michalischiker. Ein Belarusier. Darf er mich schießen? Er ist ein Belarusier. Wie vielleicht man singen auf Russisch, Belarusia Radnaya? Белоруссия, родная Украина, золотая наша счастье боевая. Он даже деньги за это. Das von der Rote Armee? Das von der Rote Armee, aber этот мотив, es von der Rote Armee. Ja, die Werte gedenken sind. Das haben die Soldaten gesungen? Das haben die Soldaten gesungen. Ja, aber die Soldaten Motiv. Ja. Ist da. Schaschke bei der Reihe. Interesting how even my Russian and Polish friends and illness are very afraid of this song. Now, really? It's politically so incorrect being considered a super Soviet song. And Ziske couldn't care less. A minute. Yes, sir. Die Stimme, aber die jüdische Frage. Будешь ходить, да? Вырасту буду. Попозже мы с бабушкой в город пойдем. А, сегодня? Угу, попозже. В Вильню сегодня? Попозже, в город. Попозже. Расскажи, что, чем ты любишь заниматься? Рисую, понял. Рисую, понял. Сколько раз. Поднялся лошадян. Лошади? Лошади? Да, я вам покажу, как у меня бабушка купила. Вот она. Арклис. Вот, чем я занимаюсь. У меня еще маленькие динозаврики там есть. А, динозаврик? Да. Динозаврик, о. Это рогат называют. Он, его зовут рогат. Он может кого хочешь. Он ничего не понимает, говорить не умеет. Дружит с глибозавром. Как называется? Динозавр? Динозавр. Рогатый. Не дрэмблэйс. Рогатый.
Рогатый вот. Рогат. Недром. И еще другого пришел динозавр. А, и большой. О, что это? Еще динозавр? Еще динозавр. Let's just explain that Ziska's... Ziska's... Great-granddaughter! Yes, Ziska's... Sorry, the dog's getting caught up in this. Former BBC wire... caught up by a dog. Caught up by a dog. Ziska's granddaughter, who's about 20, and her great-granddaughter, who's just 5. 24. Oh, sorry, I should say it's... Охота же на покемонов началась. Мультик это так называется. Еще не начался, нет. Иди в комнату. Она сейчас будет выступать. That's the voice you can hear there of Ziska's great granddaughter, who's just 5, and she's been showing me her little dinosaurs. She's got little plastic dinosaurs that she plays with, and Ziska's granddaughter, who's 24, just brought us in some very welcome coffee. And Ziska's been unwrapping us a Yiddish magazine that Dovid's arranged to have sent to him every month from Israel, which is Lebensfragen, which is on questions of life. Lebensfragen, yeah, it's an old-fashioned Yiddish socialist name from the 20s or 30s. It's edited by my dear friend Yitzhak Ludin, one of the finest Yiddish editors in Israel, who is thrilled to send it gratis every month to somebody who appreciates it and reads it. And Ziska gets the Vorwärts from New York every week, and Lebensfragen every month. And, so this is one of the things that you can organize for people? Yeah, we do our best. Whenever we find someone who reads Yiddish, who wants to read Yiddish, we quickly notify those magazines and newspapers that are friendly to the idea of sending these gifts to Eastern Europe. They're all struggling Yiddish magazines themselves, none of them. But they do it. They feel it's very important, and for Ziska, it's a lifeline to his culture that survives in some way in Israel or in America or elsewhere to get the Yiddish newspaper from New York, magazine, television. Is that a Bundist? I'm a Jew, he says. You don't need to be a Bundist. He's politely saying no. Yeah. I think he's further left in the sense of pro-Soviet than the Bundists, because the Bundists are extremely anti. We're always extremely anti. This I know from my 10-year acquaintanceship. Wir haben seinen mir, aber Eden seinen mir. Yep. Wherever we are, but Jews we are. We are, but Jews we are, certainly. I understand. His brother sends him food products, soup, and medicines from Israel. What's it like to be in Lithuania now? Wie fühlt sich dir heint lebendig in der unabhängige Elite, wo die Litwiner sind gekommen zu der Macht? Ja, in der litwischen Meluche heint. Not very good. Sorry. He says not very good. For was? Dam, do wo ich verbindet sich der Nationalism, do hebt uns zu blieben der Faschismus. Ziska says that wherever there is nationalism, that's where fascism begins to sprout. Mm. And that's what's happened here in Lithuania. Und du hältst, dass das passiert ist da in Litauen? Ja. Der Faschismus ist gewonnen, größer wie er gewinnt vor der Milchome. He says it's worse now than it... Sorry, you said. Ziska says that the fascism is worse now than before the war. A sensational claim, of course. Ich sag, Menschen hagen, wenn man schießt, und man sagt, dass man rechnet sich mit rein. Wer schießt? Die Banditen. Hein? Ja. Wer seien sie? Die Lamdonim. Die Lamdonim. He says, the Lithuanian bandits continue to murder people. It is a sensational claim. Very. Bye, guys.
Du hast das gesehen? Du hast gesehen? Jetzt, heintenlitte. Du hast etwas gesehen, als er sagt, heintenlitte. In der letzten Jahr. Das ist der hagenen Mensch. In der letzten paar Jahr. Die Litte hagelt, man schießt und schreibt in Zeitung. Wer schießt wemmen? Die Lamdonen schießen die Russen und schießen die Polaken und schießen einer dem anderen. He says that the Lithuanians are shooting the Russians and the Poles and each other. I'm only the translator. But certainly, more importantly, to go back to the past, you can't even admit here, or you can't even talk about how you fought in the Red Army. Do you mean that in the sense of to his neighbors and to the society at large? Yeah. Uh-huh. That's right, isn't it? Yeah. Yes, but I have to rephrase it for him to understand it, now that I understand your question. Wie nimmt man noch heinten Liter? Was du bist ein Veteran, weil nie, und ein Invalid, weil nie. Wie nennt man das so? Was du bist gewesen, ein Kämpfer gegen Hitler und der Rote Armee. Mir ärgert es mit der Armee nicht. There's absolutely no respect. There's absolutely no respect. Nobody reckons with it. It means nothing. Mir ärgert es mit dir nicht. And they don't reckon with you. You are nothing if you fought. Vater hat mir gegeben, He says, Fardem? Sie geben die Pensie, und sie geben 138 Lit. Für Veteranen. Um sich zu annulliert. There used to be 138 Lit extra pension per month for veterans, and that's now been annulled, it's been cancelled, as part of the policy of, as Ziske believes, disrespect to the veterans. Because, in other words, just to explain, anyone who fought here for the Soviet Army, even though, of course, that was freeing the country from the Germans, from the Nazis, even so, that's now regarded as fighting on the wrong side, because that was fighting, in some way, against the possibility of an independent Lithuania. And yes. Are you asking me, though, or No, maybe you should just say it, but I'm really asking you, because then you ask me to If you're really asking me, I need to clarify. I would put it this way, based on my acquaintanceships. I'm no expert, this is simply based on my acquaintanceships, that Lithuanians tend to hate the Russians and the Soviet occupiers, or occupants as they call them, and they have much better memories of the German occupation. They regard the German occupation as having been a very light and easy one compared to the Soviet occupation. So Lithuanians tend to be very pro-German and anti-Russian in terms of culture, language, and orientation. This I have found repeatedly. David, what's your door? Das ist eine schuldige Quittanz, ist sie gar nicht. 50 Shekel. 38 Shekel hat das gekostet, das ist nicht wert. Das ist kein Scheck. Nein, es ist eine Quittanz, ich fahre etwas, so gar nicht. Das war ein Schick in dem Pickel. Bestimmt, aber soll es bleiben bei dir, wie ein guter Simen, ja. Okay, das. And yeah, so for example, any veteran. But again, this is Dovid talking now, or? Well, you may as well just for a minute, then we'll ask him. And then, yeah. There's been Mine Shapon. What? Mine Shapon. So they have the wisdom from Bay. Where is that? Rochow Rappaport. Ah, das ist ein Adress, aber geschrieben schlecht. Rechow Rappaport, Rappaport Gast und Mina Sapan, das ist mit einer Lubovnitze. Mina. In Rappaport Gast. Rechow meint Gast, Ulitze, auf Ivrit ist Rechow. Er hat verschreiben und die Litwiner, das stieg mir. Was? Er hat verschreiben die Litwiner und das stieg mir. Für was? Ich habe verschreiben Belarusia. Nee, aber wegen was redet er, soll sein Base mit dir, was du... Ich verstehe nicht genau. Beeindruckend doch ist die Zivilisation noch nicht als ein Gericht, aber so losen leben Menschen frei, wie sie wollen. Am Anfang zu meinem Bobbe,
beim Bobbe. Und im Palusch, das Lamm Ignalíne. Und sie gelebt 110 Jahre. Die Bobbe. Die alte Bobbe. Und die Mama geboren geworden im Palusch. Die Mama. Und als er herum, als wir so knassagieren, ich habe sich mit dem Bruder, haben wir so gespielt, warum die Bombe, warum die. Und das ist es. Ziske started to say that today's civilization is at a very low level, and it was at a much higher level in the days of his great grandmother, who lived till the age of 110 in the village of Palusch near Ignalina. Just let's ask him again what life was like. He sang us some wonderful songs, but let's just ask him to tell us what life was like in his childhood. Yeah. Was noch kennst du erzählen von dein Kindheit, Ziske? Was kennst du mein Kindheit? Ja, in Ignalina. That's his great granddaughter's name. Yeah. So there's four generations of Shapiros here. Yeah. There are four generations of Shapiros. There is Ziske, the patriarch of the family, his son Misha, or Reishke in Yiddish, and his wife, whom you met. And the 5-year-old. And the 24-year-old, the granddaughter, Yulichka, and Yulichka's daughter, who's 5, that's the 4th. Wir sind geblieben, du in Podbrodz, ich und du und er mit mir. That's all that's left in Podbrodz, yeah. Well, mein Sohn, der halbe Ried. Mein Sohn, Mädchen. Is a halber Yid. A halber Yid. Yeah, my son is a half. Weil half er kann nicht Yiddish. Because he can't speak Yiddish. Mm. He does speak some Yiddish, but not. Wir rufen sich schon Kinder in Israel, weißt du, ne? Kinder, wir rufen sich schon in Israel. No. Geladim? Nein. Ah! Palisos? Fucking queens. Eliciting from me that children are hoovers. Mm-hmm. And suck up your money and your resources, yeah. He's had it very difficult, especially with his granddaughter becoming pregnant. Ziske has often had to support from the meager help he gets from his relatives from around the world, all four generations. As you saw, the granddaughter works as a hard worker in a factory at the age of 24, rather than studying. His son is a struggling part-time musician. His big dream for 10 years has been to buy a car. And, so it's tough. Life is very tough. It's not a night in the Nein, no, I will not go back. Not to me, I can't in the Shinshan. Not he asked if we're going to sleep in the hotel in the Shinshan. I find it's closed now. But no one then, but. Der Sohn redt nicht gut Yiddish und die Mädel in ganz nicht redt Yiddish. No one else speaks Yiddish at all, do they? Welche Mädel? Die Enkel? Nein. Not a word. No. Die ganz nicht. Weil die Mama ist kein Yiddish, nicht kein Yiddish. Because her mother is not Jewish. So is he? So effectively, he is the last Yiddish speaker in Pabradė. Yes. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Can we ask him how he feels about that? How do you feel about that being the last Yiddish speaker here? Ziske, wie spürt sich es dir? Wie fühlt sich dir zu sein der einzige, was redt Yiddish, der einzig Yiddish redende Gaid in Pabradė? Was frage viele das? Das bei wem da geht? Bei dir. Was du bist der Einzige, was redet Yiddish in ganz. Das war mir der größte Überlebung, als ich hier noch höre ein jüdisches Wort. Als ich komme noch zuvor, wir sagten das von Neusland, komme noch zuvor. Bekannte Jiden reden mit mir auf Yiddisch.
means that for me, it's the greatest joy, the greatest happiness when somebody visits and speaks Yiddish to me. And when David came, was he the first person that came for a long time who spoke Yiddish to you? Wenn der David ist zu dir gekommen mit 10 Jahren zurück, er gewinnt der Erste oder er gewinnt andere Freier, was er gekommen zu dir von Neusland? Ja, ich bin nicht der Erste. You were the first, he says. Also ich bin nicht wie David, ich komme zuvor mit zusammen Gespräch, mit zusammen Rede, mit zusammen Ausschalten. Ich bin der Einzige. Ja, yeah, he says I was the first who came. That was 1990, of course, when things were just opening up and visits were starting the year that I discovered him, and we discovered each other. Let's all drink a glass of wine in honor of the yeah, guests. Yeah, and the traditional song for welcoming guests, Lo Mirale in Einem Mekabel Ponim Zain. Let us together welcome the guests with a glass of wine. The traditional song of welcome that has many variations for wedding, for Sabbath, but this is the most. Just Zion Heron, the lead, and the Heron America. Wees gezegd, wel een kommetje voor mijn heer. Van Engeland, niet Amerika. Van Engeland. In Engeland. Het is voor een stellen in het gevierd. Stellen, weet je maar dat is voor stellen. In Canada, dacht ik. In Engeland, in Engeland. Well, Ziske's first remark there was, when people hear him singing on your program in London, they too will want to come to Podbrodz to visit him. Seid ihr so gut? Sing das noch einmal. Lo mir alle in einem die Gäste mei kabel ponim sein. Die Gäste mei kabel ponim sein. Lo mir alle in einem, lo mir alle in einem trinken a bische lewein. Lo mir alle neinem, lo mir alle neinem trinken a bische lewein. That was beautiful. And when did you used to sing that? Huh? When wend men gesungen die Lieder molike jo? Auf jeder Chaschene. At weddings. That's a wedding song. That's welcome the guests. Yeah. Auf jeder Chaschene gesungen die Lied. Bei Iden. Weil die Gäste, die haben da begegnen, ist die Gäste, die gehen doch zum Tier, ist gleich die Singer mit den Spielern, mit den, ich sag, wo mir alle in einem, die Gäste mei kabel ponim sein, die Gäste mei kabel ponim sein, lo mir alle in einem, lo mir alle in einem, trinken a bische lewein. Lo mir alle in einem, lo mir alle in einem, trinken a bische lewein. L'chaim! L'chaim Ziske! L'chaim! L'chaim Ziskin! So Ziske is gesund! So Ziske's health. We've only actually got coffee, but we'll certainly drink to that. L'chaim! 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 Jorn, damals, ik ben als Gassen is in Ignalíne. No, vader Milchom, ik ben Gassen is. Ik ben Gassen, vader Milchom, ik ben Gassen is. Om is Gassen is, om te rissen. Te rissen. Kol Chasson. Kol Chasson, we kol. Kalo. Kalo. Vergis me. Kol Chasson, we kol Simcho. Was er gewollt zu singen ist der? Kol Shishon v'kol Simcha? Nein. Kol Shishon v'kol Simcha v'kol Shalmon Zach. He's thinking various wedding songs, yes. But he's answering a question, yes, many weddings, many songs, many weddings. I think he's not going to tell us any more about before the war, probably. I mean, he will, but we'd have to be more specific now, and
Right. Focusing on something. What's worth asking? It could be about, I don't know, what's interesting for your viewers, probably your listeners rather, probably not Hasidim and Mislag and things like that, it's too culture specific and too weird, too obscure, obscurantist. It's too specific, yes. Relations between Jews and their neighbors, or who were the neighbors? Were they Lithuanians or Poles, or is that not? What did his family do when they were actually, when he says about milking the cow, were they actually farmers? Mm-hmm. No. In other words, what his father died when he was very young. Yeah. And so I can ask what his mother did to her, how they were delivering? Yeah. Sure, I'll ask that, yeah. Is that worth asking you? Yeah. You never know, we'll try. Tat, wie dir zu lange Jahr, wie alt bist du gewesen, als er gestorben der Tate, deiner? Jem geboren, geworden, nachtsten Jahr. Und der Tate? Der Tate gestorben im 24. Mhm. Also Jahr 6 bist du gewesen. Ja. Yeah. Von was hat er gesprochen, gehabt Chiyune, noch dem? Mein Tate, ich gewesen als Schuster. Und noch sein Tate? Ha? Und nachdem wie er gestorben? Nachdem ist er gestorben. Nein, ja. Und noch ein Tät, von was ist er gewinnt Parnasse? Ja, das hat er nicht gewinnt. Das hat er nicht gewinnt? Ja. Die Mama hat gearbeitet. Die Mama verkauft die Schicht. Und das hat er vielleicht machen. Die Krämer. Und die Krämer verkauft. Gewinnt. Heinz lebt noch einer. Der Tata ging nach Yiddish, die Mama in Neischwinzahn lebt noch ein Raid. Und die Mama ging nach Yiddish, der Tata ging nach Yiddish, und der Tata gab da Schuster bei meinen Taten. There are still children of someone who worked with his father as a shoemaker. Ziske was born in 1918, his father died in 1924 when he was only 6 years old. And then his mother continued selling shoes to support the family and the very poor level they lived at until the war. A Kinkinis, it was schwach, sehr schwach. It was Yiddish, and Russisch, it was good. And it was good with the Russisch doctor. And it was not. Stop. No. He's talking now about an acquaintance who lives in Neitzvinsan, or Svinsanke in Yiddish, in junior life, who is the son of people who remember his parents, yeah. In Podbrodz, he came to a Yid, Vaina. He came with a Ush, a Freud, had a kid with you, had a kid with you, the first Freud. Aber kein Yiddish kann antreten, er hat schwache Yiddish, er kann nur so mit Shalom Aleichem. Ziske, du hast gearbeitet, Vater, Mohammed, allein? Wo? Bechlau, was hast du getan, Vater? Vater Mohammed? Ja, als Ingo, was hast du getan? Vater Mohammed, aber gewinn ein paar Akmacher. Mhm. Ja, gewinn. Bei wem hast du gelernt im Fach? Bei David, David. Die Familie ist nun, David, ein paar Gmacher. So he was trained as a hairdresser already before the war? Yeah. And a guy called Dovidke was his teacher, the master barber who trained him before the war to be a master barber. Yeah. And how many Jews were there in the in Ignalina then? Wie viele Juden sind denn in Ignalina? Vater Mohammed, wie viele Juden haben gelebt in Ignalina? Aber um 200 Mischpoches. 200 Families. Mm. Alle sind umgekommen. Ha? Alle umgekommen. Kimat. Almost all of them. I just want to come back to one thing. Yeah. So, he said that when he saw you, David, that was the first Yiddish he'd spoken in years. The first time someone had come from abroad. Speaking Yiddish, yeah. Oh, so there were still local people speaking Yiddish? Yeah. I don't know. Deine Freund. I just want to ask. Yeah. Entschuldig. Yeah. Deine Freund. Eben will sich beten, aber tut mir ein Tebe und schreibt, was mehr als man da Jiden, weil eben wir jetzt ein paar schreiben, ja, das wird ein paar vergessenes Ausdien. Kurz mal mein Leben noch, darf noch alles verschreiben. As long as we're alive, Ziske says, we few Jews here
It should be recorded, it should be remembered, and he's begging people around the world. He says, don't forget us. Let us not be forgotten. And when... I thank him. Mit der Gewinnung bekannt mit der Mittamerika-Jiddischschaft. Die Volksstimme. He's thanking you for publishing articles. And for various publications I've arranged. Aber die Volksstimme nicht gebundische. Das ist eine bundische Lebensfrage. Volksstimme nicht, aber die Lebensfrage. Und Volksstimme? Wissen ist allgemein. Und dem Vorwärts bekommst du? Huh? Dem Vorwärts bekommst du? Dem Vorwärts? Ja. Yeah. Von New York. Kommt dann zu dir. Es ist ja. Ja. Kommt nicht an. Ich habe sie heißen schicken weiter. I've just learned that they've stopped sending him the Yiddish forward from New York, so I will write to them. Sie sind die einzige Freude, ich gewähne, ich bekomme eine Zeitung. Дядя Саша, для вас газета есть. Дядя Саша. Ich will say sagen, he's very upset that he stopped getting. They have been cutting on their complimentary list to Eastern Europe. But simply because they can't afford it, because they're simply living... I don't quite agree with them on that. From hand to mouth anyway. Not the forward. They have a huge endowment from the good old days of the Forward Association, so they can afford it, but they are trying to rationalize their costs. And I don't want to get to use this opportunity for a running debate with my friends there, but unfortunately they have been cutting... For my panoshes, sister, connecting forms as it's... As for my income now, I cannot subscribe to the fall, that's unfortunately. Oi. I just want to ask, when you met David, was it then had it been a very long time since you'd heard anyone speaking Yiddish? Aha. Wenn der David gekommen zu dir, damals, ich, mit 10 Jahren zurück, fahr dem, hast du geredet mit wem in Yiddish in Podbrodz? Zijn gewinnen etelijke Jiden. Gewinnen. We zijn naar huis gevallen. We zijn ooit van een oude meter van 20 mispoches. Wen zijn ze naar huis gevallen? Ze zijn gekomen in Litwina. Wen? Ha? Wen? Dus ik ben er in 45 jaar. En van dat moment is toch een Jiddisch niet gered? Ik ben gered Jiddisch. Maar met mijn kind vorm, met mijn gelozen vorm. Aber mit wem hast du das Gerät Jiddisch, Eder? Mit allem Jiden, mit allen Jiden. Aber sie gewinnen auch Jiden mit 10 Jahren zurück, mit wem zu reden Jiddisch? Mit 10 Jahren zurück, fragt er, wenn ich bin gekommen. Also, sie gewinnen, aber wie gesagt, sehr wenig. There were still a very few Jews who were speaking Yiddish, yeah. What he said before was that the 20-odd families who were here left as soon as possible when it became part of Lithuania. They didn't want to live under Lithuania. Bei mir bist du schön, bei mir hast du geh, bei mir bist du teurer von Gold. Und das ist genau eigentlich ein Jiddisch. Und weiter? Ich gedenke nicht. That song was actually popularized later on in America as well, wasn't it? Barry's Sisters or something. Yeah, that's right, yes, exactly, yes. Theater trash. Yes, that's right. Aber wir gefunden zusammen Jiden, was kennen reden Jiddisch. Und red Englisch mit einem Baby und mit einem anderen Baby. Und ich danke Gott, was wir sehen, sich um einer dem anderen kennen, ich habe das kennen, sich übergeben, das, was bei mir ist und was bei ihm ist. Der einzige Frieden bei mir. The only happiness I have, he says, is that there's someone to speak Yiddish to. We can exchange ideas with him. Yeah, I'm sorry. I think we shouldn't stay too long. But just to ask him what you were saying. It is interesting about why they're treated. Let me ask. Yeah. You said that a lot of Yiddish speaking people, the Jewish families who remain. Yiddish speaking. You said the Jewish families, the few Jewish families who survived the war. Left Lithuania not to be in Lithuania. Is that because Jews can't feel at home in Lithuania now?
Can I start with the end of your question? You can try. The end of it, because...